Moin, Freunde. So, da bin ich im Spiel und ich habe Riesenhände. Alter. Junge, Junge, Junge. So, Comic-Grafik. Oh, die Hütte sieht doch gemütlich aus. Ist ja fast bei mir zu Hause. Aber hier ist es ordentlicher. Aha. So, ich habe jetzt hier eine Fernbedienung. Grafik, gucken wir mal. Ultra. Machen wir das alles an. Okay, das ist so Audio. Steht auf 80, Musiklautstärke. Klein bisschen runter. So, Spiel. Steh auf und Satzhöhe. Okay, funktioniert nicht. Turntile glatt, Drehgeschwindigkeiten 90. Ja, lass mal einfach mal so. Atembewegung smooth, Kopf. Controller-Snapping, Deutsch, schrumpfende Hände, ausblendende Körper. Ne, ich denke, das lassen wir mal alles so. Automatisch Ladder Climb, ja, ist okay, Vibration. So, Steuerung. Ja, okay, ich weiß alles. Kredite kriege ich sowieso nicht mehr, damit auswählen, beginnen. Was mit dem Bier? Kann ich halt Bier trinken? Ne, natürlich nicht. Ja, wir fangen einfach mal an. Ja, der Typ will sich umbringen, oder was? Ich verstehe gar nicht warum. Ist doch schön hier. Ach, der träumt das nur. Ah, okay. Okay. Eieiei. Meine fette Rampe. So, bewegen funktioniert wunderbar. Dann noch ein bisschen behäbig. Drehen. Drehen könnte ein bisschen schneller sein. Kann man das noch ändern? So, jetzt drücke ich mal alle Knöpfe, genau, da Optionen. Ne, das war bei Spiel. Spiel. Machen wir mal so viel. Ja, das ist schon mal besser. So, also ich habe so einen Blur-Effekt um die Hände. Ich leuchte. Cool. Ja, mitten auf dem Dach. Okay. Ach, ich kann die Couch werfen. Kann ich hier greifen? Nein. Ach, guck mal. Die Stadt. Ach, da. Wow. Direkt ein Atomkraftwerk oder was hier mitten in der Stadt? Alles schlecht. So, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Kann springen. Okay. Das hatten wir schon. Das ist dasselbe. Okay, viel mehr kann ich nicht machen. Kann ich alles nicht bedienen und nicht nehmen. Meine Wampe hier vorne, die ist aber, die stört mich aber so ein bisschen. Hallo? Hallo? Ey, da ist keiner. Also ich kann nichts greifen. So, ich soll wahrscheinlich. Wow! Okay. Stadt. Wow. Was sind das für komische blaue Gebäude dazwischen? Wow. In der Matrix, wa? Wow. Ja, wow, wow. Ich kann doch nicht mal runtergucken vor lauter Bauch. Und jetzt soll ich einfach runterspringen, oder was? Okay. What the? Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Kill yourself for the first time. Ups. Ja. Also wenn man nur träumt, sich umzubringen. Ich dachte, das wird mein letztes Spiel. Aber wenn man das nur träumt, dann naja. Lecker Rübs. Ich glaube, das liegt am Bier, wa? Dass du so komisch träumst. Perspektive. Mein Bier fällt auf den Boden. Oh ja, das ist eine Warnung wert. Geh nicht tief. So. So, erstmal was hier. Lecker. Wie ein Hamburger. Geil. Go, Hotdog. Trink ich auch noch. Komm her.
Hä? Ich dachte, das wäre eine Spritze. Also man könnte die Ketchupflasche damit spritzen, geht wohl nicht. Die schmeiße ich alles runter, anstatt zu nehmen. Oh, tschüss. Employer of the Month. Okay. Hä? Was? Das hat da von da unten einen Hotdog gemacht. Ich will einen Kuchen haben. Kuchen. Gib mir Muffins. Gib mich. Also hier kann man nichts wirklich aufnehmen, so, ne? Na, jetzt so. Trinkt aber nicht. Geht auch nichts kaputt. So, die Höhe eingeben. Verwenden um die Trigger. Ja. Heißt. Der nächste Zug. Hallo! Oh Mann. Was ist das denn für ein Spiel? Okay. Ach, das sind jetzt die verschiedenen Arten, sich umzubringen. Okay, 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 okay. Es gibt. Oh, hier eine Menge. 16, 18, 23, 23, 24. 24 Arten zu sterben. Okay. Hier drin? Nö. Dann lass uns mal. So. Schnappen. Herrlich. Springen. Klettern. Also manchmal ist das die Trigger-Taste, manchmal ist das die Greif-Taste. Fette Akkuschrauber. Ich wünschte, ich hätte... Naja. Ach so, den... Hä? Vielleicht bin ich jetzt blöd. Eine andere Zwischen.
Jetzt hier wieder so ein Gedöns. Cool. Einsammeln. Overticket. Grab and release. Jetzt Platz. Ne? Eine Käsebällchen. Sieht aus wie ein Käsebällchen. Hm? Ach, soll ich etwa... Das hat doch was mit Säge zu tun. Soll ich das hier drunter stellen, oder? Ich dachte, ich soll von den Sägeblättern da gekühlt werden. Also kommt hier durch. Ja, das fällt hier nicht durch. Ach, ich muss mich wahrscheinlich erst platt machen und dann passe ich da durch. Oh mein, und den soll ich jetzt ja treffen? Ja, fantastisch. Schön so raus. Brauchen wir ja wieder 300 Versuche für. So, ich hoffe, ich hau nicht schon wieder in die Decke hier. Ja, Alter. Soll ich mal von unten werfen? Ist doch klar, wenn das nicht klappt, dass man sich hier umbringen will. Tja, bitte. Geht doch. Ach, das war das Tutorial. Hä? Okay. Außerirdische. Ja, holt mich nach Hause. Bring me back home. Ja, grafisch ist das alles halt sehr comic-lastig, aber ja, geht. Ist okay. Sieht auch nicht so gut aus. Kantenflimmern hält sich auch in Ordnung. In Grenzen. Captain, wir haben die Kontrolle verloren. Das ist also ein bisschen tricky mit dem dicken Buch, ne? Ja, weil der Buch mit wer. Jetzt wird er hier zu brach.
gebaut. Ach, hier ist ja noch ein Hebel. So, der ist zum Umdrehen. Okay. Diese Schwingung kann ich den auch fallen lassen, kann ich. Ach, der ist rauf und runter. Okay. Ja, nun? Kann ich mal stoppen? Aha, so. Was leuchtet denn hier? Aurora Borealis? Ja. Nun? Hier haben wir doch alles gehabt. Ich bräuchte gar nicht mehr rein. Warum öffnen sich die Türen denn nicht? Hallo? Ups. Hat sich hier was geändert? Nö. Und jetzt? Was? Wenn ich ja irgendwo ein Ziel hätte, ne? Ich hätte bestimmt in den Planeten fliegen müssen, kann das sein? Jetzt ist der natürlich weg. Er ist weg. Weg! Tja, das hättet ihr mir mal vorher sagen müssen, ne? Ich glaube, ich muss das neu starten. Level neu starten, so. So, dann machen wir das nämlich anders. Dann. Ja, nimm doch. Hallo. So. Ah, noch nicht ganz. So, könnte passen. So, und dann einmal. So. Na, nicht so weit. So, das sieht gut aus. Noch ein bisschen allerdings. So, Moment. Ja, das passt. Warum muss ich die Figur jetzt eigentlich auch wieder einsammeln? Ne, die bleibt. Okay. Dann. Machen wir dasselbe Spiel nochmal. Wow! Dass ich mit dem fetten Bauch überhaupt so springen kann, ist schon unglaublich. So, Energie ist da, aber ich drücke mal auf den Stick. Ich mich nach vorwärts, nach vorne bewegen will. Jo. Reicht das? Ja, das reicht. Der Synchronsprecher hat auf jeden Fall nicht viel zu tun. So. Und zurückgehen. Ist das eine Sonne? Ja, ne? Ab in die Sonne. Okay. Ja, das ist also das Spiel. Aha. Ja. Ja. Maya-Tempel. Ja, man sieht ja auch noch nicht, wie man sich überall töten kann, außer Betrieb. Tja, anscheinend müsst ihr euch jetzt hier 24 Mal umbringen, um dann zu erwachen und eure Flasche Bier aufzufangen. Ja, habe ich das so richtig verstanden? Okay, komm, den einen machen wir noch. Ja, ich meine Ideen. Oh, schöne Spitzen.
Also Ideen sind ja da, ne? Und es ist immer wieder was anderes hier. Ist eine Schatzkiste ohne Schlüssel. So, was gibt's hier? Ich wette, hier muss ich was draufstellen bestimmt. Ah ne, bleibt offen. Okay. Aber jetzt geht bestimmt die Tür zu. Ja, hier brauche ich was zum draufstellen. Okay. Also der bleibt an jeder Kante hängen. Tja, da unten sehe ich jetzt noch nichts. Ach, mal ewig schrieb ich den Stick rein zum Ducken. Was ist denn hier? Warum leuchtet das denn so? Da muss doch was hier. Oder? Macht nichts. Da passiert nichts. Also Rätsel muss man auch noch lösen. Wer hätte das gedacht? Aber der kommt noch nicht mal hier hoch, ey. Da muss ich jedes Mal die Sprungtaste drücken. Na komisch, die Treppen läuft da hoch. Na. Nicht erwartet. Glaubt man da auch noch, was wir tun muss, um sterben zu dürfen? So habe ich mir den Tod nicht vorgestellt, Leute. Tja. Keine Ahnung, ich bin jetzt mal da runter. Gucken, was dann passiert. Nix. Können wir noch nichts machen. Ach, ich brauche ja nur einen Stick nach vorne drücken, dann geht der alleine die Leiter hoch. Brauche ich selber klettern, ist ja fantastisch. Ich habe mich nämlich schon gewundert, ich hatte doch eingestellt, automatisches Klettern. Okay, da oben kommt man da raus. Ja, aber hier ist doch nichts, was ich auf den Schalter stellen kann. Freunde, Leute. Schlüssel sehe ich auch nirgendwo. Tja. Ich würde sagen, höre ich jetzt hier auf, wa? Spielprinzip haben wir gesehen. Hier ist auch nichts versteckt. Das geht doch ja nicht. Weder ein Objekt noch ein Schlüssel. Was soll ich da machen? Oder kann ich die Kiste mitnehmen?
Okay, ich kann die schieben, aber oh, ich muss die auch irgendwie. Kriege ich über die Kante rüber? Ich muss die ja tragen können. So, jetzt noch mal langsam. Ja, der nimmt die, der greift die nämlich auch nicht. Ach, das ist ja lustig. Man selber bleibt immer hängen. Und die Kiste kannst du einfach so über die Kante schieben. Aha. Okay. Kann ich jetzt wenigstens wieder mitnehmen? Super. Genau. Oh. Ja, nein. Da komme ich jetzt hoch? Tatsächlich. Ein Flitsch. Was mache ich denn mit der Flitsch? Kann ich ja entnehmen. Und jetzt. Oh, das ist aber ein bisschen tricky jetzt hier. Jetzt habe ich sie. Und nun? Ach, da, ein Schlüssel. Guck mal. Ach, so geht das. Oh, fast getroffen. Habt ihr das gesehen? Nicht schlecht, da liegen wir neben. So, der letzte trifft. Jawohl. Juhu. Also manchmal ist es die Grip-Taste, manchmal ist es die Trigger-Taste. Zum Aufnehmen. So. Einmal da, guck mal erstmal die Ecke rum. Okay, ein Schlüssel. Eieiei. Also steuerungsmäßig ist das jetzt nicht so ganz der Hit, muss ich sagen. Was sind wir hier? Okay. Dann gucken wir erst einmal, was hier hinten drin ist. Da ist bestimmt die Figur. Siehste? Guck mal, sehr du Figur. Gold kann ich nicht mitnehmen, wa? Tja, das ist immer wieder typisch. Ja. Okay, aber das Spiel ist doch so ein bisschen anders, wie ich mir vorgestellt habe. Was heißt vorgestellt? Eigentlich hat das hier überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Oh, muss ich denn jedes Mal hier in die Hocke gehen? War ja klar. Kann man natürlich auch nicht beeinflussen, ne? Oh Mann. Alter Scheiße.
Aha. Okay, jetzt muss ich das Ding. Wo stehen wir? Schwester mal liegen. So, wie soll ich den jetzt hier hochkriegen? Bitte schön. Indem ich den nehme und hochlaufe und einfach dahin lege. Ja. Die nehme ich aber wieder mit hier. Die brauche ich bestimmt noch. Ja, jetzt wird's lustig. Ich wollte mich umbringen und kein Jump'n'Run spielen. Junge. So. Okay, ich muss da lang. Das ist aber weit. Ich muss schon sagen, dafür, dass ich so eine fette Wand habe, bin ich ganz schön sportlich, ne? Oh, das sieht aus wie ein Ende. Juhu. Hallo. Okay. Ja. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Gut. Geschmackssache. Ja, ich finde es okay. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt doch gar nicht den Preis im Kopf. Wie viel das kostet, ist ja auf jeden Fall eine Steam-Version. Das ist als nächstes ein Riesen gegen mich selber. Ja. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Es ist, ja, ist okay. Kann man machen. Wer da Spaß dran hat. Ich hätte mir die Tode ein bisschen brutaler vorgestellt und öfters. Aber gut. Ja, das ist Suicide Guy. Ich sollte es noch mal vorstellen. Und jetzt habe ich es vorgestellt, ihr habt es gesehen. Den Link packe ich natürlich in die Videobeschreibung, falls euch das Spiel interessiert. Und ansonsten danke ich fürs Reinschalten. Und macht's gut. Ciao, ciao.